bin Heinz aus der Globetrotter Filiale München. Meine Urlaube und die Freizeit verbringe ich meist auf dem Fahrrad. So bekomme ich intensive Eindrücke von Land und Leuten. Damit ihr wisst, was ihr auf solchen Touren mitnehmen müsst, kommen hier meine Empfehlungen. Für einen langen Ausflug mit dem Fahrrad benötigt man auf jeden Fall gute Radbekleidung, einen Helm, ein paar Fahrradhandschuhe, eine Brille, Arm- und Beinlinge gegen die Kälte, Radtaschen, Flickzeug, eine Sitzcreme und, wenn das Wetter mal nicht so schön ist, gute Regenbekleidung. Ich hoffe, euch hat die kleine Animation unterhalten. Ein paar der gezeigten Dinge stelle ich euch jetzt etwas genauer vor. Unverzichtbar für eine Radreise sind die besonders leichten, geräumigen und wasserdichten Packtaschen. Sie sind durch einfaches Einhängen an einem speziellen Gepäckträger leicht zu befestigen. Der Gepäckträger ist aus Chromostahl, hat eine hohe Traglast und sorgt durch den niedrigen Schwerpunkt der Taschen für eine hohe Fahrstabilität. Für wirklich lange Radreisen und mehr Gepäck gibt es natürlich auch die passenden Vorderrad- und Lenkertaschen. Ein Reifendefekt ist die häufigste Panne. Helfen kann da ein Reparaturset, bestehend aus Multifunktionstool mit Reifenheber und Kettennieter, selbstklebenden Flicken für Mantel und Schlauch und natürlich eine Luftpumpe. So kann man sich schnell und unabhängig helfen, bei geringem Packmaß und vernünftigem Gewicht. Bei Geschwindigkeiten über Fußgängertempo sind die Augen besonders gefährdet. Eine selbsttönende Brille schützt die Augen vor allzu viel Licht, Wind und umherfliegenden Kleinteilen. Zudem lässt sie sich individuell an jede Kopfform anpassen und bietet auch an langen Radtagen optimalen Tragekomfort. Wer lange im Sattel sitzt, schätzt gute Polster. Ein körpernaher Schnitt und einem Genitalbereich hochgezogenes Sitzpolster beugen an langen Radtagen Schmerzen und Auskühlung vor. Netzträger garantieren einen dauerhaft optimalen Sitz und abriebfeste Seitenbahnen die Langlebigkeit der Radhose. Die Sitzcreme ist auf Radreisen ein absolutes Muss. Sie sorgt auch auf langen Touren für anhaltenden Fahrspaß und beugt einen wunden Sitzbereich vor. Ich hoffe, ihr habt jetzt so richtig Fernweh gekriegt. Vielleicht sieht man sich mal auf einer der vielen Straßen und Wege dieser Welt. Bis dahin, alles Gute, euer Heinz.